Wenn im September die Spieler von Winterthur und Basel aufs Feld laufen, werden sie vor allem eins sehen, eine Baustelle. Seit dem Sommer wird die Gegentribüne im Stadion Schützenwiese neu gebaut und darum werden im Gegensatz zum Cup-Halbfinal vor zwei Jahren, wo der Gegner auch schon Basel geheissen hat, bei weitem nicht 8'500 Fans im Stadion sein. Es ist klar, gestern dort hat es 500 Platz, das wird auch so sein. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, bringen wir dort wirklich die 500 ein oder so. Das ist jetzt noch ein Detail, aber ich sage rund 5'000, das ist eine Richtgrösse, die wir haben. Für einen Haufen Winti-Fans wird Stadion-Tor also zubleiben. Der Markus Eschbach, Mitglied vom Fanclub Fanatics, findet es nicht so tragisch, dass das Stadion kleiner ist. Wichtiger sei es, dass auf der Schütze etwas laufe. Im Zentrum steht für ihn einfach, dass die Fans, die immer an dem Match sind, einen Platz auf sicher haben. Für mich ist wichtig, dass alle, die auch sonst an dem Match sind und irgendwie organisiert sind, wie Sirupkurven, Fanclubs, Fanvereinigungen, dass die wirklich zu den Tickets kommen und vor allem eben auch die Saisonkarten haben und nicht die grossen Match nur gehen schauen. Das wäre mir wichtig. Da mit der reduzierten Kapazität müssen wir uns noch ein paar Sachen mehr überlegen. Aber die Idee ist schon, dass natürlich unsere Fans in erster Linie hier reinkommen. Unsere Sponsoren, all die, die uns immer helfen, die müssen ihre Billette haben. Aber es ist klar, es kann niemand sagen, ich will 20 Billette oder so. Das wird schwierig. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass jeder Saisonkartenbesitzer und so, dass die mal bevorzugt werden. Wie viel Billett jeder Saisonkartenbesitzer überkommt, ist noch nicht klar. Es ist bei allen Beteiligten aber gleich. Das Motto ist, jetzt erst recht zusammenstehen. Das ist jetzt halt ein richtiges Gap-Spiel, oder? Wo ein Kleiner gegen einen Grossen spielt. Jetzt noch mehr, dadurch, dass das Stadion noch ein bisschen kleiner ist. Aber wir freuen uns auf das Los, weil wir haben auch noch eine Rechnung offen, Revanche, oder? Und ich denke schon, wir müssen hier auf der Schützenwiese spielen, weil das ist sportlich die einzige Chance, die wir haben. Und dass das mal Winti als Sieger vom Platz geht, könnte das Heimrecht tatsächlich noch eine wichtige Rolle spielen. In dieser Saison haben sie zu Hause nämlich erst einmal nicht gewonnen.